Dominik von Let's Get Rich. Eine weitere Folge Gothic 2. Die Nacht des Games Pfarrers. Ja? Hey. Hey. Ich glaube da nicht dran. Ich mache das, was alle von uns tun. Ich erledige die Aufgaben, die mir die Wassermagier auftragen. Einige der vermissten Leute sind Fischer. Sie sind mitsamt ihren Booten verschwunden. Okay. Deswegen stehe ich hier und beobachte den Hafen. Vielleicht tut sich da noch was. Aber du kannst mir helfen. Ah. Pass auf. Ich gebe dir meinen Aquamarinring. Ah. Er ist das Erkennungszeichen des Rings des Wassers. Okay. Wenn du meinen Ring trägst, werden die anderen von uns erkennen, dass du für mich unterwegs bist. Ah, ja. Besorg mir eine Ablösung, damit ich das Ornament zurückbringen kann. Einer von uns hält immer den Marktplatz im Auge. Ich weiß aber nicht, wer das im Moment macht. Sprich am besten mit allen, die dort rumstehen. Okay, wenn der richtige okay. Mann meinen Aquamarinring an deinem Finger sieht, wird er sich dir zu erkennen geben. Sag ihm, dass er für einen Ersatz hier am Hafen sorgen soll. Easy. Jetzt, der Opa. So, jetzt hier. Jetzt müssen wir zum Marktplatz gehen. Und dann können wir losgehen. Ja? Bin ich mal echt gespannt. Das ist der falsche Marktplatz. So. Eigentlich muss ich jetzt Musik einblenden, wenn wir laufen. Und so bat er Innos. Digga, warte, was? Schrei mir doch nicht so ins Ohr rein, Mann. Das gibt's doch nicht. RIP Headset-Users, ja. Und das wird noch viel schlimmer. Ich glaube da nicht. Wir müssen mit Leuten sprechen. Das war's doch inzwischen. Fangen wir eben hier an. Jo. Warum schaust du so skeptisch? Ich sehe, du trägst das Zeichen des Rings des Wassers. Lol, bald du auch dazu. Das ist doch was wäre denn? Dann würde ich dir sagen, dass Laris auf seinem Posten im Hafen abgelöst werden will. Gut. In dem Fall würde ich mich darum kümmern, dass sich jemand darum kümmert. Verstehe. Chillig. Easy, Junge, okay? Also bald waren sie schon so ein Stecher, ne? Macht Geschäfte mit Piraten, aber ist natürlich hier so ein Ring des Wassers. Der Cheater, der cheatet sich hier durch. Okay. Easy. Yes, sir. Cardi B, I'm back, bitches. War hier nicht mal eine Wache? Lol. Da ist Alaris. Ich habe Ablösung für dich. Yo. Speichern. Ja. Hey, du. Hey. Ich bin Baltram gesprochen. Ich habe mit Baltram gesprochen. Er wird sich um eine Ablösung für dich kümmern. Sehr nice. Ah, sehr gut. Dann können wir endlich hier weg. Meinen Aquamarinring behältst du am besten erstmal. Nice. Ich vermute, du kannst ihn gut brauchen, bis du deinen eigenen bekommst. Nice. Okay, lass uns gehen, Junge. Okay, lass uns gehen. Wohin? Lass uns Ornament zurückbringen. Lass uns Vatras Ornament zurückbringen. Dann wollen wir mal. Okay, jetzt gehen wir zu Vatras Tunus Ornament zurückbringen. Das eigentlich Wichtige. So. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Richtig. Die Leute hier, ne? Unglaublich. Adanos aber sah, dass so nichts sein konnte. Da. So. Das ist ja interessant. Er sollte lieber den Mund halten. Das macht eigentlich so komische, ne? Ausschweifende Bewegungen hier, der Laris. Laris, bist du besoffen? Lol, so das. So. Jetzt sei hier, Junge, komm ran.
Zack, zack. Easy. Da, gleich mit dem Voice-Fell, easy. Jetzt bin ich echt mal gespannt. Zack, Junge. Komm ran. Ja, sorry, Laris. Jetzt habe ich gerade Laris geschlagen. Laris, es tut mir leid. Nein, renn nicht weg, Laris. Jetzt, wo wir außerhalb der Stadt sind und uns keiner zuhört, kann ich dir ja mal ein paar Takte erzählen. Dieses Ornament, das du mir gebracht hast, werden wir nun zurück zu Saturas bringen. Du kannst dich doch sicherlich an Saturas erinnern. Ja, Mann, das ist ein Wassermagier. Ach, für die Leute, die ihn nicht kennen. Saturas? Wer ist das? Na, der oberste Wassermagier im neuen Lager. Damals im Minental, als die Barriere uns noch alle eingeschlossen hatte. Lee und ich hatten damals einen Pakt mit den Wassermagiern geschlossen und haben uns mit gemeinsamen Kräften gegen das alte Lager behaupten können. Wir Jungs aus dem ehemaligen neuen Lager unterhalten mit den Wassermagiern immer noch gute Beziehungen. Selbst Lee würde die Wassermagier auch heute gegen jegliche Gefahr schützen, wenn es in seiner Macht steht. Damit wir immer Kontakt halten mit den Wassermagiern, bin ich die meiste Zeit in der Stadt und arbeite mit Watras zusammen. Und das hier ist die Rüstung, die jeder von uns von den Wassermagiern bekommt. Nice. Der Ring des Wassers trägt solche Rüstungen schon seit der Zeit vor den Orkkriegen. Was hat Kavalon damit zu tun? So viel ich noch weiß, war er kein Anhänger des neuen Lagers. Du hast recht. Unsere Gemeinschaft ist gewachsen. Selbst ich weiß nicht, wie viele es mittlerweile sind. Aber lass uns jetzt weitergehen. Ich will erstmal weiter von der Stadt weg. Wir können uns später noch darüber unterhalten. Lass uns weitergehen. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Nice. Jo. Warum ist hier eigentlich so ein Marschlied? Auf der Weide steht ein... Kennt ihr gut Marschlieder? Oh shit, Lars. Junge, der one-hittet die einfach. Der Typ. Komm, Lars, weiter geht's. Der Typ, Alter. Einfach unsterblich, der Junge. So. Easy, Lars. Das war eigentlich gar nicht Lars. War eigentlich... Was? Nein. Das war eigentlich ich. Ich hatte so meinen Gedanken, weißt. Ich hab das anvisiert, das Viechen. Habe ich so gedacht, so... Okay. Zack, tot ist es. Was ist los? Geht's noch? Der Kerl da drüben hat Probleme mit Banditen. Das ist ja toll. Aber dafür haben wir jetzt keine Zeit. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Lars, Alter. Das ist ja toll. Aber ich interessiert es persönlich gesehen eigentlich nicht. Der Typ, Alter. Einfach Legend. Ja, Mann. Geh schon. Ja, Mann. Okay, die hätte ich auch so, ne? Easy, Junge. Geknechtet werden die. Nicht so. Halt. Da ist nichts so. Der Regen, Alter. Ja, Mann, das sind sehr, sehr gute Regeneffekte übrigens. Ich bin echt nur gespannt, wo der Typ hingeht. Der Lars. Also anscheinend bringen wir das Ornament zum Wassermagier. Und so viel ich weiß, ist es sogar das DLC. Ne? Kann sein, dass der Lars irgendwie schneller ist als wir. Goblins! Stirbt! Ja, der klatscht sich schon weg. Alles easy, Lars. Nur nebenher schon mal die Sachen aufsammeln, ne? Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Schwerer Ast. Sag, schwerer Ast. Nimm mal alles mit, können wir alles verkaufen.
Ach, die lieben Goblins. Ja, das sind die ekligen Drecksviecher. Ich hasse die. Mach mir jetzt nicht schlapp. Quatsch nicht so viel. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Genau, das ist es. Junge, nur weil ich nicht so schnell bin wie du und ein bisschen eine Raucherlunge habe, ja. Ja, der Laris, der ist schon gut in Form. Der tut jeden Tag pumpen gehen. Das ist eigentlich Wayne Johnson, der Typ, ja. Oh, den habe gerade aber ich gekillt, gell? Ja, oh, Steintafel. Nichts zu holen. Lauflieder. Sag nichts, Laris, okay? Ich muss noch ein bisschen aufsammeln. Also, was geht bei dem? Sag, Junge. Perfekt, Lars. Lass mich nur ganz kurz hier aufsammeln. Ja. Ja, Mann, der schnitzt wieder alles durch, Leute. What the fuck? Spruchrolle. Jungs, das ist einfach fucking GG. Säge, what the fuck? Aufsammeln, Junge. Rostiges Schwert. Chillig. Junge, ist einfach der Loot. Wir sind hier nach Reich. Da ist nichts zu holen. Erfahrungspunkte sammeln Simulator. Ich schwöre. That's true. All das nochmal Sandfackel. Lars, du wartest noch kurz, gell? So, ich glaube, das war's. Let's go, Lars. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Du Drecksviech. Warte mal. Nein. Lass uns weitergehen. Quatsch nicht so viel. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Ich rede ihn an. Quatsch nicht so viel, Junge. Oh, shit. Was will der jetzt, oder? Sag, Junge. Ich bin Lars, wir sind unbesiegbar. Ne? Die Wassermagier sind völlig aus dem Häuschen. Seit Wochen schon buddeln sie an einer Ausgrabungsstelle im Nordosten. Okay. Weiß der Geier, was sie denken, dort zu finden. Alles fing damit an, dass die Erde bebte, wie in den schlimmsten Zeiten der Barriere. Grauenhafte Steinwesen entstiegen der Erde und fegten alles aus dieser Welt, was sich näher als 100 Schritt an sie heranwagte. Die Wassermagier nahmen sich der Sache an und vernichteten die feindseligen Eindringlinge. Und nun buddeln sie da unten und suchen nach einer Erklärung für diese seltsamen Vorkommnisse. Okay. Aber das wirst du ja bald selbst sehen. Lol. Lass uns weitergehen. Genau, das quatsch nicht so viel, Junge. Lass uns weitergehen. Oh, der hat noch Gold dabei. Deswegen sind die immer... Oh, warte mal hier. Deswegen sind die Goblins immer gut einsammeln. Allein Tiere zu plündern, ja? Weil die haben immer irgendwie Gold dabei. Oder wenn es nur Fleisch ist, ja? Das Fleisch, das können wir anbraten und dann können wir, ne? uns damit heilen. Das ist sehr wichtig. Auch wichtig ist einfach mal zu speichern, ne? Ja, Lars, du... Ja. Ja, wer bist du denn? Hey, du, bleib stehen. Was willst du? Wenn du nicht willst, dass ich dir die Fresse poliere, sollst du schleunigst ein paar Goldmünzen in meine Tasche wandern lassen. Wie der Lispelt. Geh mir aus dem Weg, Geh Junge. Geh mir aus dem Weg. Du hast eine ganz schön große Klappe, Kleiner. Es wird Zeit, dass ich sie dir stopfe. Kannst du noch? Lars, nicht jetzt. Ja, ja. Lass uns weitergehen.
Lars. Dicht hinter mir. Lars, nicht jetzt. Oh, wir haben nur halbes Leben. Scheiße. Oh shit! Lars, das war unfair. Ich hatte nur zwei. Ich hatte nur die Hälfte meiner Kraft. Nein! Nein, Lars! Um Himmels Willen, Lars! Wir sind. So, das ist so speichert. Genau das ist das Ding. Deswegen speichert man öfters bei, ne? Gothic 2. So, warte mal. Jetzt wissen wir aber eins. Und zwar Heidrank. Sag. Jetzt kann er nämlich gar nichts mehr. Ja? Feuerpfeil. Denn wir sind Feuermagier. So, Lars. Weißt du, aber das halt Lars auch nicht hilft, ne? Der steht da einfach daneben und macht nichts. Wegelagerer. Wir haben gerade gegen einen lispenden. Hey, du bleib stehen! Da, nee. Wenn du nicht. Halt die Schnauze. Geh. Bei. Ja, lass uns warten. Bleib dicht. Zack, 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 zack. Das ist fucking Feuermagelkünste, ja? Nein, ich will nicht Lars anvisieren, Junge. Verzieh dich, Junge. Zack, zack. Junge. Easy, Dietrich, ey, Junge. Verpiss dich. Speichern. Lars, was ma... Lars, was zum Teufel? Mach kein... Lars, was sollte das? Junge, der klettert einfach über die Brücke drüber, so. Als ob's normal wäre. Junge, Junge, Junge. Die Lars macht sowas nie wieder. Da ist nichts zu plündern. Na, Lars, der kommt schon hin. Nichts zu holen. Also, Lars, können wir da mal drüber reden. Ich meine, wenn du mit jemandem zum Reden brauchst, ne? Zur Brücke drüber steigen. Also. Heil dich, ja, stimmt, hast recht. Ah, zack. Und noch Wanzenfalle ist schon lecker, lecker. Und noch Mana, komm, zack, rein da. So. So, hier kann's gefährlich werden. Lass uns weitergehen. Halt dich ein bisschen zurück. Kein Problem, Lars. Oh, shit. Dinosaurier! Ja, Lars, mach du nochmal, gell? Ich chill hier einfach, okay? Das machst du schön, Lars. Du kannst es richtig. 120 Erfahrung. Ja, ja. Ich will mal die Sachen aufsammeln. Gothic Park 3. Ja? Nichts zu plündern. Die haben nichts dabei. Digga, okay. Wieder Lars, also. Und jetzt? Wir sind da. Hier, nimm das Ornament. Irgendwo da drin müssen die Wassermagier sein. Bring es zu ihnen. Wenn du in dem Erdloch da unten auf irgendwelche Viecher triffst, von denen du glaubst, dass du ihnen nicht gewachsen bist, dann ergreif am besten die Flucht nach vorn, bis hin zu Saturas. Er wird sich schon um die Biester kümmern. Ich muss zurück. Ja, ciao, ne? Lass dir nicht einfallen, mit dem Ornament hier in der Gegend rumzuwandern. Geh direkt zu Saturas. Wir sehen uns. Jo, also machen wir noch einen Abstecher, oder? Jetzt läuft er ganz gemütlich nach Hause. Chillig. Oh, da sehe ich was. Steinkarte. Okay, Leute. Aber, wie hier. Warte mal, ich
Ich will da noch kurz reinschauen. What the fuck? Das sind Riesenratten! Die schaffen wir! Junge, easy! Ah! Zack, zack! Oh shit, das ist ein fucking Tempel! Jetzt wird's richtig geil, Leute. Jetzt wird's richtig geil. Ich würde mal sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Oh, hallo! Bis dahin, haut rein. Euer Pfarrer. Tschüss.